der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest und Achtelfinalist im DFB-Pokal 1. FC Saarbrücken entlässt Trainer Dirk Lottner. Diese Entscheidung hat in gefühlt ganz Fußball-Deutschland Entsetzen oder sogar Schockstarre ausgelöst, könnte man sagen. In diesem Video werden wir die einzelnen Saisons der dreieinhalbjährigen Amtszeit unter Lottner Revue passieren lassen, werden so ein bisschen auf die Knackpunkte eingehen, die dann letztendlich zu dieser Entlassung auch geführt haben. Natürlich auch die Erfolge aufführen, die er beim 1. FC Saarbrücken geschafft hat und letztendlich dann auch die Gründe nochmal erörtern. Beginnen wir mit dem Ende der Saison 2015-16 und mit der Einstellung Lottners. Lottner wurde zusammen mit Geschäftsführer David Fischer und auch mit dem Sportdirektor Markus Mann vorgestellt. Mann war bereits einige Jahre zuvor beim Spieler beim 1. FC Saarbrücken, hatte unter anderem in der Regionalliga West noch und auch in der 3. Liga schon für Saarbrücken gespielt. David Fischer kam dabei von Kickers Offenbach. Lottner war zu diesem Zeitpunkt vereinslos, hatte zuvor mal eine Stelle gehabt bei Hansa Rostock, bei der er für wenige Spiele im Amt war. Er sollte zusammen mit den beiden anderen natürlich dem Verein nach der verpatzten Saison 2015-16, da hatte man Platz 7 erreicht, trotz dass man mit dem Ziel Aufstieg in die Saison gegangen war, nachdem man zuvor, also im Jahr davor, in den Playoffs auch gescheitert war gegen die Würzburger Kickers, sollte er dem Verein dann eben ein neues Gesicht geben und eine neue Mannschaft aufbauen, die in den nächsten Jahren aufsteigen kann. Bestenfalls wollte man das Ziel natürlich in der kommenden Saison erreichen, aber allerspätestens sollte man es oder wollte man es in 2 Jahren erreichen. In der Saison 2016-17 konnte Saarbrücken sofort gut in die Liga reinkommen, hatte von Anfang an wirklich komplett oben mitgespielt und war wieder erwartend wirklich schon eine Mannschaft, von der man gedacht hatte, zumindest zu Beginn, dass sie durchaus aufsteigen könnte und das Ziel sogar schon im ersten Jahr erreichen könnte. Man hatte attraktiven Offensivfußball geboten, hat die Fans wieder mitgenommen und hat vor allem halt einfach auch eine gute Leistung auf den Platz gebracht, was zuvor in der letzten Saison nicht mehr der Fall war. Aufgrund einiger kleiner Schwächephasen verpasste man dann am Ende trotzdem die Playoff-Plätze relativ knapp und wurde Dritter mit 69 Punkten. Das war ein 7 Punkte Rückstand auf Waldhof Mannheim, die als Zweiter natürlich in die Playoffs ging. Ihr könnt euch diesen Modus nochmal genauer im Internet angucken. Die meisten werden ihn, denke ich, noch kennen. Wenn nicht, guckt euch das kurz an. Es ist relativ einfach. Ich will es jetzt hier aber nicht mehr groß anreißen. Alle Staffelmeister sind in die Playoffs gegangen und halt zwei aus dem Südwesten. Die Saison wurde aber trotzdem als Erfolg verbucht, weil man halt wirklich die Ziele, die man sich eigentlich gesetzt hat, erfüllt hat. Der Aufstieg war zwar auch, man wollte ihn erreichen, hatte ihn auch eigentlich als Ziel, aber jetzt nicht so offensiv ausgegeben, dass man sagen wollte, wir müssen jetzt oder wollen jetzt unbedingt dieses Jahr aufsteigen, sondern wir wollen vor allem erstmal wieder eine Mannschaft bilden, auf die man stolz sein kann, die den guten Fußball eben bietet. Das hatte man irgendwie alles erreicht. Wurde auch Saarland-Pokalsieger, wodurch man wirklich von einem vollen Erfolg in der Saison sprechen konnte. Vor allem, weil auch die Punkte gestimmt haben, aber halt einfach zwei Konkurrenten mit Elversberg und Mannheim vor allem waren, die dann einfach noch einen Ticken besser waren, einen Ticken gefestigter vielleicht waren. Und somit ging man auch in der nächsten Saison ohne große Unruhen dann mit dem Aufstieg, aber in die Runde und auch natürlich wieder mit Dirk Lottner. Die Saison 2017-18 sollte dann ein voller Erfolg werden und sah auch lange Zeit wirklich komplett danach aus, als würde alles, was man sich zuvor erarbeitet hat, komplett aufgehen. Fangen wir aber mal an. Saarbrücken spielte von Saisonbeginn an ganz oben mit und schaffte es mit der Zeit, die Liga mehr und mehr zu dominieren. Es gab eigentlich bis zur Winterpause zumindest keine Mannschaft, die dem wirklich Schritt halten konnte. Man hatte schon einen Vorsprung herausgespielt. Einziger kleiner Knackpunkt oder einziger kleiner Negativpunkt, den man vielleicht nennen konnte, war das Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Union Berlin mit 2:1 nach Verlängerung. Wobei man dort sagen muss, man hat eine super Leistung abgeliefert, ist letztendlich relativ unglücklich sogar rausgeflogen. Von daher war auch das eigentlich eher als Erfolg zu verbuchen, als irgendwie negativ. Die Rückrunde war dann schon sichtlich schwächer, muss man sagen, auch wenn man weiterhin dominant in der Liga war und auch seine Punkte eingefahren hat, hat allerdings schon 1:0 gegen Mannheim beispielsweise am 32. Spieltag verloren, die letztendlich dann auch in diese Playoffs ging, wobei man sagen muss, zu dem Zeitpunkt war Saarbrücken schon so gut wie in den Playoffs. Letztendlich stand dann Platz 1 mit 82 Punkten, das sind 11 Punkte mehr gewesen, als Waldhof Mannheim hatte und hatte auch die beste Offensive aller Staffeln mit 92 Toren aus 36 Spielen, was schon wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Wert war und auch viel über die Spielweise der Saarbrücker ausgesagt hat in dieser Saison. Die Playoffs waren dann gegen den Meister der Regionalliga Bayern 1860 München. Die haben dort auch eine relativ dominante Saison gespielt, waren aber nicht ganz so weit vorne wie Saarbrücken, muss man jetzt sagen. Da war der Abstand nicht ganz so groß und das wirkte auch von außen nicht alles ganz so überzeugend.
Im Hinspiel musste man aber dann eine knappe 2:3 Niederlage einstecken, nachdem man 65 Minuten lang in Unterzahl gespielt hat. Nach roter Karte von Kevin Behrens, der ja einen Riesenanteil überhaupt daran hatte, dass man in die Relegation kam. Das Siegtor der 60er fiel dabei natürlich in diesem Hinspiel auch noch in der 84. Minute, nachdem man in Unterzahl beim Stande von 2:2 auf den Siegtreffer gegangen war. Und beim Rückspiel in München kam es dann irgendwie leider, wie sie es schon vorher angekündigt hat. Man konnte zwar mit 2:0 in Führung gehen, was auch wirklich überzeugend war, das Spiel. Man war von Anfang an ein Ticken besser drin. München hatte Probleme. Man hat sie, ich will nicht sagen dominiert, aber man hatte sie im Griff. Und ist aber dann in der zweiten Halbzeit nochmal ein Stück weit zusammengebrochen. Hat dann auch unter der nervlichen Belastung, ja, einfach nervend gezeigt. Und musste dadurch letztendlich als Verlierer dieser Relegation herausgehen. Hatte 2:2 dann doch noch gespielt, nachdem man sich hinten raus die 2 Tore dann noch gefangen hat. Und das bedeutete ein weiteres Jahr in der Regionalliga, wo natürlich erstmal unklar war, wie es dort weitergehen sollte. Entschied sich aber auch dort wieder mit Lottner weiterzumachen, setzte sich zusammen und kam zu dem Entschluss, man muss so eine Saison wie jetzt nochmal spielen und dann wird es auch reichen. In der Saison 2018-19 musste man also ein weiteres Mal in der Regionalliga Südwest antreten. Man ging, wie eben schon gesagt, wieder mit Lottner in die Saison. Dabei war aber schmerzhaft, dass man 2 riesen Abgänge zu verzeichnen hatte. Patrick Schmidt und Kevin Behrens, die beide je 19 Tore geschossen hatten. Behrens zudem mit 18 Vorlagen, Schmidt immerhin 5. Es machte in der Summe 61 Torbeteiligungen, die allein in diesen 2 Transfers verloren gingen. Beide sind in die zweite Liga abgewandert. Behrens zu Sandhausen, Schmidt zum 1. FC Heidenheim. Brisant zudem war, dass ab dieser Saison die Playoffs eingedämmt waren. Sie sind nicht ganz Geschichte, könnt ihr euch aber auch durchlesen. Das will ich jetzt hier auch nicht unbedingt anreißen. Wen es interessiert, guckt einfach Wikipedia etc. pp. Es steht im Internet relativ ausführlich beschrieben. Ist auch gar nicht so einfach zu verstehen. Aber gut, weiter. Es gab einen direkten Aufstiegsplatz. Die Playoffs waren also für den Südwesten Geschichte. Und ja, dadurch war man sich sicher, wie eben schon angesprochen, man braucht so eine Saison wie letztes Jahr, dann steigt man eben ganz einfach auf. So hat man sich das versprochen. Brisant zudem war, dass Mannheim den Aufstieg auch nicht über die Playoffs geschafft hat im vergangenen Jahr. Die Zweite waren, die auch in diesem waren. Wodurch das Ganze, das sich natürlich im Südwesten noch ein bisschen weiter zugespitzt hat, vor allem, weil auch in den Jahren davor keine Mannschaften aufgestiegen waren, trotz 2 Plätzen. Saarbrücken ist in dieser Saison sehr, sehr schlecht reingestartet und schaffte es nie so wirklich in Tritt zu kommen. Lottner, muss man sagen, stand hierbei aber nie wirklich großartig in der Kritik. Es gab einige Auftritte, bei denen man zwar unzufrieden war, auch von Zuschauerseite aus, aber man hat es nie wirklich am Trainer festgemacht und auch nicht an der Mannschaft an sich, am Personal, an der Einstellung etc., sondern man hat es so ein bisschen verkauft, ja, als Depression aus dieser Relegation, die man oft in der Regionalliga beobachten konnte. Mannheim spielte hierbei, ja, wie es kommen musste, eine sehr, sehr gute und sogar überragende Saison und steigt letztendlich mit einem riesigen Vorsprung auf. Sie hatten 88 Punkte, das war nochmal besser als Saarbrücken in ihrem Meisterjahr. 21 Punkte Vorsprung letztendlich vor Saarbrücken, die auf Platz 2 gelandet sind, was natürlich auch nochmal eine Tragik mit sich bringt, wenn man überlegt, ein Jahr zuvor war das noch ein Playoff-Platz. Und ja, vor der endgültigen Analyse gab es Berichte, die schon von einer Ablösung Lottners berichteten. Das war vom Forum-Magazin, der Artikel heißt Der Umbau naht, ich verlinke euch den auch in der Beschreibung. Brisant zudem war bei diesem Artikel, dass man es einfach das Forum-Magazin den Präsidenten des 1. FC Saarbrücken, Hartmut Ostermann, sehr, sehr nahe steht. Das Medium gehört ihm, soweit ich weiß, sogar zu einem Teil, beziehungsweise seiner Frau, soweit ich das beurteilen kann. Verbessert mich, wenn das jetzt falsch war, aber so habe ich es in Erinnerung. Der Saarland-Pokalsieg war in dieser Saison auch noch dabei, wobei man sagen muss, das ist ganz klar so, ja, ein sekundäres Ziel gewesen. Man wollte ihn zwar gewinnen, aber es ist natürlich keine Entschuldigung dafür, dass man den Aufstieg wieder nicht geschafft hat. Und somit war die Saison letztendlich, ja, die erste unter Lottner, an der man sagen konnte, da war wirklich mehr Negatives als Positives drin. Der Verein beschließt aber letztendlich auch ein 4. Mal entgegen dieser Berichte, mit Lottner in die Saison zu gehen. Man beschließt, eine neue Chance zu geben, will es zusammen jetzt im 4. Anlauf endlich schaffen. Und damit sind wir auch schon in der Gegenwart in der Saison 2019-20 angekommen. Vorab, ich werde das hier jetzt ein gutes Stückchen ausführlicher machen als die Jahre zuvor. Ich will das Ganze wirklich, ja, in aller Ausführlichkeit besprechen. Natürlich wird da jetzt auch schon ein Stück weit meine eigene Meinung mit reingehen, weil ich halt eben die Spiele gesehen habe. Verzeiht mir das, ich will euch hier nur ein ausführliches Bild über die Saison geben, über das, was man im Fernsehen halt fernab von Pokal nicht gesehen hat. Und ja, will euch einfach bei der Meinungsbildung somit eine Möglichkeit geben, zumindest mal alles gehört zu haben. Verzeiht mir das, wenn es dann auch vielleicht mal ein bisschen mehr stockt.
weil ich da etwas weiter ausschweife. Fangen wir aber an. Man ist punktemäßig wirklich extrem gut in die Saison gestartet, ist wirklich Rekorden hinterhergejagt, so kann man das im Südwesten sagen, hat ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, zum Teil zumindest. Also fangen wir aber mal wirklich von komplett Anfang an. Nach 7 Spieltagen hatte man schon 5 Punkte Vorsprung auf den 2. Platz. Zudem ist man im Pokal weitergekommen nach einem 3:2-Sieg über den Zweitligisten Jahn Regensburg. Das hat man soweit auch im Fernsehen gesehen. War ein sehr, sehr überzeugender Sieg. Ein Sieg, der wirklich, ja, das aus der Liga, wo so ein bisschen Skepsis am Anfang trotzdem da war. Auch wenn man die Punkte gefahren hat, aber die Spiele oft schon ein bisschen schwieriger waren, konnte man die zumindest an diesem Tag komplett ausblenden. Hat das wirklich stark gemacht und auch nicht unbedingt über Konter oder über, ja, irgendwelche glücklichen Aktionen gewonnen, sondern letztendlich eigentlich komplett überzeugend und hat Jahn Regensburg auf Augenhöhe bezwungen, so würde ich das mal behaupten. Trotzdem, wie gesagt, gab es in der Liga halt einige dürftige Auftritte, die da schon so ein bisschen zum Nachdenken bewegt haben. Unter anderem gab es zu Hause gegen Steinbach einen 2:0 Sieg, die auch zu diesem Zeitpunkt schon auf dem 2. Platz lagen. Wo man sagen muss, dass es ein Sieg der glücklicheren Sorte war, auch wenn man dort natürlich eiskalt war, seine 2 Tore gemacht hat, aber Steinbach hatte dort nur Chancenplus zu verzeichnen und hätte gut und gerne auch mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar 3 mitnehmen können, wenn sie an diesem Tag ihre Tore gemacht hätten. Auswärts gab es zudem bei Rot-Weiß Koblenz einen 3:1 Sieg, der aber erst hinten raus so wurde, nachdem man erst 1:0 führte, das 1:1 kassiert hat und dann ganz lange eine Vorstellung hatte, in der man irgendwie planlos schon fast lethargisch war und ja, den Koblenzer, die zu dem Zeitpunkt schon abgeschlagen hinten lagen in der Tabelle, nicht wirklich was entgegensetzen konnte. Über lange Zeit zumindest. Hinten raus ging denen dann die Kraft auch ein bisschen aus. Man hat selber nochmal eine Schippe draufgelegt, hat es dann geschafft, wirklich den Sieg einzutüten. Mittlerweile, um das nur mal ein bisschen zu unterstreichen, steht Koblenz mit 4 Punkten auf dem letzten Platz komplett abgeschlagen. Nach 8 Spielen gab es dann auch die erste Niederlage. Dabei gab es ein 0:2 gegen Bayern Alzenau. Man muss an diesem Tag sagen, war Saarbrücken echt nicht gut drauf, konnte zu keiner Zeit wirklich das entgegensetzen, was man zum Teil im Pokal, aber auch in der Liga gesehen hat. Und ja, das Spiel ging komplett so in Ordnung, muss aber auch fairerweise dazu sagen, Alzenau hatte dann diesen Tag einen sehr, sehr guten Tag erwischt. Im 9. Spiel, also direkt ins darauffolgende Spiel auf das Alzenau-Spiel, gab es dann ein Unentschieden gegen Hoffenheim. Beides war ein Wiederholungsspiel unter der Woche. Ich muss dazu sagen, auch da war Saarbrücken wie auch in den Jahren zuvor nicht unbedingt vom Glück verfolgt. Nach Regenfällen wurde nämlich das Spiel vorher abgebrochen einmal, wo Saarbrücken aber 1:0 führte. Das Nachholspiel wurde aber natürlich wieder bei 0:0 angesetzt, was auch über 90 Minuten ging und es ging auch so aus. Dadurch hatte man auch dort 2 Punkte verloren, hatte diese 5 Punkte Vorsprung, die man zwischenzeitlich auf Steinbach hatte, diesen Tag komplett verspielt. Danach gab es weiter einige Auftritte, die eher durchwachsen waren, aber wo dennoch die Ergebnisse im Endeffekt gestimmt haben. In Gießen hatte man 2:0 gewonnen, hatte aber eine Halbzeit, in der man wirklich, ja, maximal auf Augenhöhe mit diesen war, die auch eher unten anzusiedeln sind. Und auch bei Balingen, ich sage jetzt so jetzt eindeutig Balingen mit H, es gibt 2 Balingens in dem Sinne in der Regionalliga Südwest, nur um das zu verdeutlichen, ein 4:3 Sieg. Nachdem man aber 3:0 führte und zwischenzeitlich diese wieder auf 3:3 rankommen ließ oder diese auf 3:3 rangekommen sind, auch da war es dann eher so, dass man letztendlich sich so dachte, es war schon eher glücklicher, dass man hier dann letztendlich dann auch die 3 Punkte mitgenommen hat. Dazu gab es dann ein knappes Weiterkommen im Saarlandpokal, was die Zweifel nicht unbedingt, ja, erlischen ließ, sagen wir es mal so. 3:2 Sieg beim 6. Rot-Weiß-Hasborn, das ist 2 Ligen unter Saarbrücken, die ja selbst Viertligist sind. Nachdem man aber schon 0:2 lange zurückgelegt hat und 2 Tore in der Nachspielzeit machte und 1 knapp vor der Nachspielzeit, also in den letzten Minuten wirklich 3 Tore geschossen, da war es auch schon so, dass das auch wieder so ein Sieg war, der halt im Endeffekt vom Spiel komplett gar nicht stimmte, aber vom Ergebnis halt eben. Dann kam sowas wie die Wochen der Wahrheit, so wurde es zumindest von den Medien getauft, waren Spiele, Spitzenspiele oder Spiele gegen Mannschaften, wo man vorher gesagt hat, die schätzt man sehr, sehr stark ein, was sich auch so zum großen Teil bewahrheitet hat. Angefangen haben diese Wochen, ja, wirklich exzellent. Man konnte 5:0 gegen Kickers Offenbach gewinnen, wobei man sagen muss, dass dieses Ergebnis auch dem Spiel nicht so komplett entsprach. Offenbach war zwar unterlegen hinten raus, hatte aber relativ früh eine rote Karte bekommen und war zumindest zu Beginn extrem stark im Spiel drin, stärker als Saarbrücken, würde ich so aus dem Spiel heraus sagen. Aber ja, hat dann 5:0 verloren. Es hätte aber, wenn man das Spiel dem Spiel entsprechend ein Ergebnis gegeben hätte, wäre es vielleicht ein 2, maximal 3:0 gewesen.
Daraufhin gab es dann unter der Woche das Spiel gegen Köln im Pokal, was man auch groß im Fernsehen gesehen hat, in Sky etc. pp. Wo man 3:2 gewinnen konnte. Man konnte wieder gnadenlos an diese Leistung von Regensburg da anknüpfen. Hat es geschafft, wirklich auf Augenhöhe denen zu begegnen. Hat wieder 1:1 verteidigt, also 1-gegen-1 Situation. War wirklich richtig stark drin. Man hatte gar nicht gesehen, dass dort so ein Klassenunterschied existiert. Und hat das Spiel 3:2 gewonnen, was auch wirklich komplett dem Spiel entsprechend war. Dadurch hatte man ja eine Situation, die eigentlich hätte besser nicht sein können. Man hatte das Gefühl, jetzt zahlt sich das aus, was sie die letzten Jahre aufgebaut haben. Hatte 8 Punkte Vorsprung der Liga. Im Pokal war man jetzt schon im Achtelfinale. Dann kam aber der 16. Spieltag. Das war, muss man dazu sagen, das Spiel, was auf das Pokalspiel folgte, was ja unter der Woche war, also am Wochenende dann. Das Spiel gegen Elversberg, wo man mit 0:3, mehr oder weniger kann man sagen, unterging und es nicht schaffte, zu keiner Zeit denen wirklich was entgegenzusetzen. Daraufhin ließ man einen 2:1-Sieg gegen den FC 08 Homburg folgen, aber auch da war es so eine Leistung, wo man sagen muss, die war jetzt nicht so extrem gut, es war eher schwach und hat dann in der Nachspielzeit einen Elfmeter noch verwandelt, somit das Spiel gezogen, was natürlich auch in gewisser Weise für eine Spitzenmannschaft spricht. Vor dem Spiel jetzt in Steinbach, wo auch die Entlassung letztendlich erfolgt ist, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, gab es noch einen 1:0-Sieg zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Pirmasens, auch dort war es eine Leistung, die eher schwach war und auch gut und gerne einen Punkt für Pirmasens hätte enden können. Am 19. Spieltag kam dann das Spiel in Steinbach, auch dort eine 1:0-Niederlage, wobei man sagen muss, auch diese Leistung war kein 1:0 vom Ergebnis. Ich kann das hier nicht oft genug betonen, aber auch diese Leistung war wieder sehr nah an Elversberg heranreichend und viele Leute haben da schon so, ja, ein Elversberg 2.0 gesehen, will ich jetzt mal sagen. Man ist schlecht in das Spiel gestartet, scheinbar war von Anfang an ein Stück weit überlegen, was die Zweikämpfe betraf und hat sich dann in der ersten Halbzeit das Tor noch gefangen, hinten raus, muss man sagen, war die Leistung akzeptabel, aber es ist einem einfach nichts mehr eingefallen. Sie hatte das Gefühl, das Spiel hätte noch 3 Stunden gehen können, es hätte kein Tor mehr für Saarbrücken gegeben. Hat sogar noch einen Elfmeter gegen sich bekommen, den aber Daniel Batzen im Tor der Saarbrücker letztendlich sogar gehalten hat. Und somit wurden aus diesen 8 Punkten Vorsprung, die man nach dem Spiel gegen Köln im Prinzip hatte, oder nach dem Spiel gegen Offenbach in dem Sinne, innerhalb von nur 4 Spielen, wobei man da auch gegen 2 Mannschaften gespielt hat, wenn man Offenbach jetzt mit reinnimmt, die eher im Mittelfeld oder unten stehen, wurden dann halt eben nur noch 2. Und das letztendlich führte zu der Entlassung von Dirk Lottner. Ich will hierzu nochmal den Wortlaut vom Vizepräsidenten von Saarbrücken, Dieter Ferner, vorlesen, der dort genannt wurde. Wir bedauern diesen Schritt sehr, jedoch steht über allem der Erfolg des ersten FC Saarbrücken sowie die Verteidigung der Tabellenspitze in der Regionalliga Südwest bis zum letzten Spieltag und damit gleichbedeutend der Aufstieg in die dritte Liga. Diesem Ziel ist alles unterzuordnen und genau dies sehen wir in der aktuellen Situation extrem in Gefahr durch die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit. Und mit diesem Zitat will ich jetzt mehr oder weniger bei dem analytischen Teil, so will ich es mal nennen, belassen und will jetzt schon so ein bisschen in die eigene Meinung übergehen, die man zwangsläufig bei der Bewertung dieser Entlassung braucht. In den Medien, das will ich vorab nochmal sagen, egal welches Medium man genommen hat, wurde dieses als sehr überraschende Entscheidung aufgenommen und auch teilweise schon in den Berichten jetzt so meinungsgefärbt, würde ich fast sagen, berichtet und als negativ dargestellt. Das hat man schon eindeutig gemerkt und kursiert auch vor allem im Internet diese Meinung so, die ja letztendlich auch für die ja von Fußball Deutschland, will ich jetzt sogar sagen, mehr oder weniger repräsentativ ist. Zu der Entscheidung selbst muss ich sagen, auch in Saarbrücken, bei jedem der Fans eigentlich kann man sagen, war diese Entscheidung eher eine Überraschung. Es wurde von keiner Seite irgendwie gefordert. Man hatte es zwar erkannt, dass die Leistungen in den letzten Wochen schwächer geworden sind und dass die Tendenz auch klar gegen Saarbrücken zuletzt gezeigt haben. Und genau da ist man auch an dem Punkt, an dem man sagen muss, dass man diese Entscheidung auch ein bisschen mal genauer betrachten muss. Weil viele sagen jetzt vom Bild her, ja, das sind überzogene Erwartungen. Ja, Saarbrücken steht in der Liga ganz oben, jagen im Moment Rekorde in der Regionalliga Südwest. Und das stimmt auch komplett. Man spielt, hat die beste Vorrunde gespielt, die je in der Regionalliga Südwest gespielt wurde. Die war sogar noch ein gutes Stückchen besser als auch die von Waldhof Mannheim in der letzten Saison, die ja schon eine Rekordsaison für die Regionalliga in diesem Sinne war. Und ist im Pokal 2 Runden weitergekommen, 2 höherklassige Gegner wirklich überzeugend rausgeschmissen, hat die Sympathien von Deutschland irgendwo geerntet. Aber man muss dazu sagen, dieser Pokal, der in der Bewertung dieser Saison im Prinzip im Moment sehr, sehr
Überhand nimmt oder einen sehr, sehr großen Teil an der positiven Bewertung der bisherigen Saison hat, der hat für Saarbrücken im Prinzip keinerlei Wert. Und das will ich jetzt mal, da will ich jetzt mal genauer drauf eingehen, auch aus meiner Sicht, aber auch vor allem aus Sicht des Vereins. Denn dieser Pokal bringt Saarbrücken bis hierhin jetzt erstmal, dürfte das ein Betrag sein, der sich, ich sage mal, zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro schätzungsweise befindet. Ich weiß natürlich die Ticketeinnahmen vom Verein jetzt nicht, aber man kann sich da an den Prämien orientieren. Für Saarbrücken ist der Pokal auch ja schon ein bisschen kostspielig zum Teil sogar. Stichwort Flutlicht in Völklingen. Und dadurch ist das halt ja ein Betrag, wo man sagen muss, von außen für die Regionalliga ist der top. Aber für Saarbrücken ist das zwar Geld, was man gerne hat, wenn man aber letztendlich das Ziel, in der Regionalliga aufzusteigen, wieder verpasst, dann kann man von dem Betrag auch nicht viel kaufen. Denn der Gesamtetat bei Saarbrücken beläuft sich aktuell zwischen 5 und 5,5 Millionen pro Saison. Das ist der Etat für den Gesamtverein, also auch für Jugendabteilungen etc. Soweit die Ergebnisse oder die Nachrichten, die man im Internet liest, stimmen. Das kann ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht 100% bewerten. Sollte aber im Groben auf jeden Fall stimmen. Und wenn man das mal in Relation setzt, diese 5,5 Millionen jetzt mal hochgegriffen mit diesen 2 Millionen hochgegriffen vom Pokal, dann sind da 3,5 Millionen, die man trotzdem zur nächsten Saison aufbringen müsste, wenn man das Level halten will, für wieder Regionalliga zu spielen. Das ist der Punkt, wo ich sage, da sieht man, der Pokal ist für Saarbrücken im Prinzip schönes Beiwerk, aber halt auch eben kein Deut mehr. Und in der Liga, wenn man diese Liga bewertet, ist wirklich absolut den Pokal außen vor lässt, als hätte es ihn nie gegeben, dann muss man sagen, ist diese Entscheidung halt schon zwar mutig, aber auf der einen Seite auch ein bisschen nachvollziehbar, weil ich finde, dass man in diesem Thema zwei Sachen ganz trennen muss. Zum einen den Trainer, Dirk Lottner bei Saarbrücken, und zum anderen den Menschen, Dirk Lottner. Wir fangen mit dem Trainer an. Und bei dem Trainer muss man sagen, gab es zuletzt Tendenzen, die wirklich nicht unbedingt für ihn sprachen. Das waren zum einen halt immer wieder diese dürftigen Auftritte, die sich durch seine Amtszeit schon fast mehr oder weniger gezogen haben. Die gab es auch letzte Saison, die gab es auch in dem Meisterjahr schon. Und in dieser Saison hatte man so das Gefühl, sie wurden leider noch ein bisschen mehr. Und die Ergebnisse haben halt immer so ein bisschen drüber hinweggetäuscht, dass jeder gesagt hat, ja, das ist gut, das ist eine geile Saison, das sage ich auch nach wie vor, das sagt auch jeder nach wie vor. Aber die Auftritte entsprechen nicht der Punkteausbeute, vor allem wenn man auch sieht, wie die Konkurrenz auftritt. Und das hat sich dann, leider muss man sagen, in den Spielen gegen die Spitzenmannschaften, vor allem Steinbach und Elversberg, extrem bestätigt. Gegen Elversberg hat man es halt wirklich nie geschafft, da wirklich an die Rand zu kommen, war immer einen Schritt zu spät und hat dann, ja, sich die Tore gefangen, weil letztendlich ein Stück weit planlos, hatte kein Offensivspiel, sein eigenes Spiel, was man vorher im Pokal vor allem sehr, sehr gut durchbekommen hat, in der Liga wirklich nie so richtig durchbekommen hat. Und ja, gegen Steinbach so ein bisschen das gleiche Bild. Sinnbildlich dafür war es auch, dass es das gleiche Personal war. Und was viele, vor allem dann auch Lottner, vorwerfen, ist, dass er halt nicht eingegriffen hat. Er hat schlicht nicht gewechselt. Es gab einen Wechsel in der ersten Halbzeit, das war von Anthony Barilla, der aber allerdings daraus resultierte, dass er verletzt war. Und ansonsten waren die Wechsel ganz spät. Und ja, man hatte nicht so das Gefühl, dass da nochmal Impulse kamen, eine Umstellung kam. Und zudem muss man auch sagen, gab es ein System, ja, was sehr diskutabel war, zumindest in Saarbrücken, an dem Lottner zuletzt einfach total festgehalten hat und man nicht das Gefühl hatte, dass er noch große Einfälle hat. Das war das 3-5-2-System, was am Anfang der Saison sehr, sehr gut funktioniert hat, weil man halt einfach, ja, gegen die Gegner auf der einen Seite situativ sehr, sehr tief stehen konnte und gut verteidigen konnte, auf der anderen Seite aber die auch überrennen konnte. Was allerdings, vor allem muss man sagen, ist ab diesem Alzenau-Spiel, da will ich den Punkt ganz einfach setzen, dann ja so ein bisschen durchschaut war, würde ich jetzt mal fast behaupten. Und dann ja immer wieder schwerer wurde, das durchzusetzen. Auch da hatte man nicht das Gefühl, dass es da nochmal den Plan gibt, das umzustellen oder auch überhaupt die Bestrebung gab. Und das waren dann so letztendlich diese Punkte, die den Verein dazu bewogen haben, diese Entlassung durchzuführen. Das ist auf den Trainer bezogen. Jetzt aber nochmal zu der Person, Dirk Lottner, die bei Saarbrücken war. Und da muss man sagen, das ist halt das komplett gegenteilige Bild. Da kann man nämlich eigentlich gar nicht mehr kühl bleiben, wie man das bei der Trainerbewertung war, sondern muss eigentlich schon fast, auch vor allem als Fan des 1. FC Saarbrücken, emotional werden, weil er einfach, ja, ein Aushängeschild für den Verein war. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass er hier einen Status hatte, wie er den in Köln hat, oder auch immer noch hat, bei uns, aber er hat halt einfach sich extrem viele Sympathien erarbeitet. Als er damals kam, wurde es extrem skeptisch beäugt, weil er halt einfach als Trainer nichts vorzuweisen hatte, richtig? Er hatte bei Rostock einmal eine Amtszeit,
die über, ich meine, 4 Spiele oder sowas in der Richtung ging, als eher Interimstrainer könnte man das beschreiben. Und ansonsten gab es da nicht viel. Er hatte eine Fußballschule geführt. Das war halt ein Profil, was vielversprechend war, aber was halt auch nicht unbedingt erfolgsversprechend in dem Sinne war. Aber was verspricht halt schon Erfolg? Und das ist halt genau auch der Punkt. Und das konnte er halt komplett ad acta legen, hat mit seinem Offensivfußball, den er gespielt hat, ja, die Leute begeistert. Und war halt auch immer eigentlich offen für Kritik oder andere Sachen. Das war halt Trainer, den man sich vorher in Saarbrücken irgendwie so als Typus gewünscht hat. Vor allem noch den Trainer, den man sofort, die eher defensiv geprägt waren, will ich das jetzt mal sagen. Oder halt auch noch mehr auf Ergebnisorientierung aus waren. Und das war halt genau das, womit er sich die Sympathien ja geholt hat. Die man auch im Fernsehen letztendlich in den Pokalspielen sehen konnte, aber leider in der Liga zuletzt abhanden gekommen sind. Zum Schluss, ich will da jetzt auch gar nicht mehr so weit aus, so das ist jetzt wir geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich will euch nur damit sagen, dass ja man abschließend sagen muss, aus der Sicht des Trainers muss man sagen, dass diese Entscheidung leider, das betone ich hier nur mal ganz eindeutig, ein bisschen nachvollziehbar, Stichwort halt einfach diese Leistungsschwankungen, die in der Mannschaft waren. Und auch vor allem, was ihm auch immer wieder mal vorgeworfen wurde, dass es halt auch einfach immer wieder gute Kader gab, die man letztendlich hatte. Aber er ja letztendlich es nie geschafft hat, die Breite des Kaders so zum großen Nutzen zu machen. Das nur nochmal ganz kurz angerissen. Aus Sicht des Menschen absolut ja traurige Entscheidung in dem Sinne. Muss man abwarten, ob sich das auszeichnet wird. Ich auf jeden Fall für meinen ja, für meine Stelle oder für meinen Standpunkt muss sagen, ich habe das sehr, sehr geschockt aufgefasst. Ich wusste auch erstmal nicht, was ich dazu sagen soll. Muss sagen, dass es sportlich leider aus meiner Sicht nachvollziehbar ist. Menschlich halt einfach sehr, sehr schade und auch hoffe, dass er halt in seiner weiteren Zukunft, wie gesagt, Erfolg haben wird. Es ist ihm zu gönnen, er hat sich ja Sympathien erarbeitet. Ich hoffe, wie gesagt, dass er auch so an Saarbrücken zurückdenken wird. Lasst euch damit in die Freiheit, bildet euch eure eigene Meinung über das Thema. Ich habe es aus Sicht aus Saarbrücken jetzt mal ein bisschen ausführlicher gemacht. Ja, könnt ihr gerne reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich weiß, dass sehr, sehr viele das negativ aufgenommen haben. Aber ich denke oder ich hoffe zumindest, dass ihr, wenn ihr das so von mir hört, was ich hoffentlich auch für euch über viele Strecken neutral gestalten konnte, wo ich mich sehr drum bemüht habe, dass ihr das dann vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen könnt, als nur aus den Daten, weil die muss man für mich ja, extern zu dem sehen, was man auf dem Platz gesehen hat. Also bis dann, schreibt eure Meinung unten rein. Ich hoffe, dass man darüber fair diskutieren kann, dass ihr eure Meinung da teilt, auch gerne auf unserer Saarbrücker Seite natürlich. Und ja, sehen uns dann hoffentlich in einem anderen Video wieder, in dem ich auch ähnliche Themen behandeln werde. Das ist jetzt außergewöhnlich, dass es halt jetzt direkt ein Thema gab, als erstes Video, wo ich halt quasi aus, ja, erster Reihe fast gefühlt zu berichten kann oder meine Meinung zu abgeben kann. Und ja, sehen uns dann wieder. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.